Mein Name ist Jens Albertus und ich führe seit mittlerweile 12 Jahren das Unternehmen Weltec Biopower. Weltec Biopower ist ein mittelständisches Unternehmen, hat mittlerweile 85 Mitarbeiter hier an diesem Standort in Vechta und wir agieren in mehr als 25 Ländern. Wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, aus allen möglichen organischen Abfällen Energie zu gewinnen und das weltweit. Der Reststoff, der aus Uruguay kommt, hat einen ganz anderen Energiegehalt als die Gülle eventuell aus Mitteleuropa. Der Energiegehalt ist unheimlich wichtig, um nachher festzustellen, welche Verfahrenstechnik wir dem Kunden anbieten. Ein Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind abhängig von den Umsätzen im Ausland. Trotz des hohen Exportanteils haben wir eine sehr hohe Wertschöpfung hier in Deutschland. 80% des Produktes können wir hier in Deutschland produzieren, herstellen und dann verschiffen. Ein Projekt, was wir in 2015 realisieren konnten, ist in Australien. Es ist ein wahnsinnig weiter und langer Weg, dort erstmal hinzukommen, das ganze Equipment, was wir hier in Deutschland produzieren, dorthin zu transportieren und dort vor Ort unter diesen Rahmenbedingungen, die wir ja nicht kennen aus Mitteleuropa, auch aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Teil. Dauert meistens in der Vorbereitungszeit schon 24 Monate. Nur die Abwicklung des Projektes vor Ort dauert 12 bis 16 Monate. In dieser Zeit müssen wir immer Kollegen vor Ort haben, die mit unserem Kunden korrespondieren und mit uns hier in Vechta korrespondieren. Wichtig für uns ist auch, nachdem wir die Anlage aufgebaut haben mit unseren Partnern vor Ort, dass wir in unseren Service-Teams auch eine gewisse Internationalität wiederfinden. Das heißt nicht nur, dass sie Sprachen sprechen müssen, sondern auch einfach den Mut haben müssen, diese unterschiedlichen Partner und Kunden im Ausland anzusprechen. Wir haben 30 Vertriebspartner weltweit. Die 30 Vertriebspartner helfen uns in Korea, genauso wie in Griechenland, wie auch in Südamerika. Wir brauchen das unmittelbare Know-how vor Ort. Wir brauchen die interkulturelle Auseinandersetzung mit unseren Partnern vor Ort. Sie wissen, was unser Kunde denkt, wie er denkt. Das ist nicht nur die Sprache, die wir übersetzen müssen, sondern sind viele andere Soft Skills, die wir durch unsere Vertriebspartner kennenlernen. Die langfristige Zielsetzung ist, dass wir in weiteren Ländern Biogasanlagen verkaufen, aufbauen und mit unseren Kunden gemeinsam zu betreiben. Aktuell sind wir in über 25 Ländern aktiv. Die gleiche Zahl wollen wir nochmal erreichen in den nächsten 10 Jahren.